So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen Hertha BSC. Gratuliere unseren Gästen, Paul Dardai zu meiner Rechten und unser Trainer Martin Schmidt. Grüße natürlich auch alle Medienvertreter, alle Fans, die uns im Stadion noch zuhören und im LEW Business Club. Herr Dardai, wenn ich Sie um Ihre Worte zum Spiel bitten dürfte. Ja, also erstmal Glückwunsch an die Mannschaft, auch an den Trainerstab, weil wir wissen, wie schwierig es ist, das Mannschaft zu motivieren, wenn man nächstes Jahr nicht mehr Chef ist. Und der Trainerstab und alle arbeitet hart, auch die Jungs, Respekt. Und das Spiel hat heute auch gezeigt, obwohl die ersten 20 Minuten war ich nicht zufrieden mit der Leistung. Ich glaube, die Augsburg war bissiger, stärker ausgesehen, hat besser den Einsatz gezeigt haben. Wir waren ein bisschen blockiert. Dann kommen die 1-0 für Augsburg und das hat bei uns ein bisschen, hat uns beruhigt, kann man so sagen. Dann haben wir angefangen, nach Plan, vernünftige Position, Spiel zu zeigen. Auch gut ausgesehen hat schon die Endphase von der ersten Halbzeit, da war die letzte Pass, die vorletzte Pass, so eine richtige Genauigkeit hat gefehlt. Dann Halbzeit haben wir ein bisschen diskutiert, einiges haben wir umgestellt und ich glaube, wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Natürlich unnötige Tore kassiert, aber da haben wir immer die Antwort gegeben. Und zum Schluss, ja, kann man darüber diskutieren, über die Elfmeter, aber das war ein Elfmeter nach meiner Meinung, kann man geben, muss man nicht geben. Und der Schiedsrichter hat das gegeben, dann nehmen wir das und Gott sei Dank Salomon hat das gemacht. Und zum Schluss, ich glaube, so wie wir Fußball gespielt haben, auch mit Ballbesitz, auch einer clevere Ballbesitz, Räume zu schaffen, das mit spielerischen Elementen zu fühlen. Und wenn ich die Statistik sehe, von Ballbesitz fast 60%, sehr viele Torschüsse, dann kann man sagen, das hat man verdient gewonnen. Obwohl bei 3-3, ich glaube, auch mein Kollege und auch ich hätten gesagt, okay, kann man abpfeifen. Und dann geht alle glücklich nach Hause, weil die Fans sind dann froh. Aber wir wollten, oder ich wollte 4 Punkte haben für die, von den letzten 2 Spielen. Jetzt haben wir schon 3. Also wir werden weiterarbeiten. Dankeschön, Herr Dardai. Martin. Ja, danke für das Lob für die ersten 20 Minuten. Wir kamen tatsächlich gut rein. Wollten aggressiv sein, bissig sein, vorne gut anlaufen und haben dann aber irgendwie nach dem 1-0 so ein bisschen den Zugriff verloren und der Zugriff manifestiert sich, glaube ich, hier in der Zweikampfquote, die mir nicht so gefällt oder anders gesagt, die haarsträubend ist. Sie haben sich hier, glaube ich, noch ein bisschen geschönt mit 40, ich glaube, es war eher eine 3 vor dran. Die Zweikampfquote hat nicht gepasst und ich glaube, spätestens bei den Verteidigung der Ecken oder beim zweiten Ball bei den Ecken, hat sich das dann da manifestiert und gezeigt, dass wir zu wenig nah am Mann sind oder die wichtigen Zweikämpfe nicht gewinnen. Ich glaube, das war heute ausschlaggebend. Ein Spiel, das über weite Strecken gut war, intensiv war. Es gab Phasen, wo wir uns etwas dominieren mussten, aber wir lassen mussten. Wir waren aber immer giftig nach vorne, haben immer wieder gute Räume gefunden und 3-4 Mal der letzte Pass hängen geblieben. Sonst hätten wir das ein oder andere Kontertor mehr geschossen, aber es war nicht. Standards waren heute nicht gut verteidigt. Da nehmen wir einiges an eine Packung mit. Und ich glaube, auch wenn ich die Szenen mit dem Team morgen angucke und bespreche, ich glaube, dass sich alle die Haare raufen und denken, um Himmel, Herrgottes Willen, wie haben wir die verteidigt? Wir sehen, wir haben schnell lernen müssen, also auch während der Woche schon auf dem höheren Niveau, Champions League. Ich glaube, auch Barca wird sich den ganzen Sommer diese Ecke angucken und denken, im Himmel, Herrgottes Willen. Und wir, glaube ich, auf unseren 3 auch. Aber dadurch werden Spiele gewonnen oder verloren. Und heute haben wir es verloren und wir nehmen viel Arbeit mit in das letzte Spiel, die letzte Woche und natürlich auch im Sommer in unsere Überlegungen, in unsere Planungen und dann in die Vorbereitung. Wir haben viel Arbeit vor uns und wir werden uns der Stelle noch trotz dieser bitteren Niederlage am Ende, doch ich wäre mit dem 3-3 auch zufrieden gewesen, aber am Schluss, am Ende dann, aber sollte nicht sein. Spiel verloren, aufrichten und in die letzte Woche rein. Dankeschön. Danke dir, Martin. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte kurzes Handzeichen. Lisa hinten, Armin Groh. Herr Schmidt, eigentlich nur zur Vollständigkeit, wie sehen Sie den Elfmeter zum 3-4? Der Schiedsrichter pfeift das Elfmeter und dann ist Tor. Klaus Bergmann. Herr Dardai, das war ja letztes Auswärtsspiel. Welche Gefühle hatten Sie dabei und was wird nächsten Samstag dann passieren? Es ist so komisch, weil ich spüre gar nichts, ja, wirklich. Also ich würde das ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, das ehrlicher Meinung sagt immer. Und ich spüre gar nichts, weil ich bleibe bei Hertha BSC und das war auch damals so, ja, gehandelt. Wenn ich Schluss mache, dann habe ich diese Zeit zum Regenerieren. Und wenn ich das so sehe, die Nationalmannschaft parallel mit Hertha BSC, dann nur Hertha BSC, seit 5 Jahren bin ich
arbeiten, leisten, Analyse, gucken, Antwortung, Verantwortung, das. Und ich glaube, das habe ich auch verdient. Ich akzeptiere die Situation und trotzdem nächste Woche für Abschied. Ich wünsche nur ein tolles Spiel noch von uns. Ja, Herr Misch. Herr Schmidt, Sie haben schon angesprochen, in der Sommerpause wird es einige Arbeit sein, die auf Sie zukommt. Das sind jetzt 17 Niederlagen, die der FC Augsburg in dieser Saison hatte. Was muss genau angepackt werden, dass es in der nächsten Saison nicht so ausschaut? Und zweite Frage, wie kam es zum Wechsel von Co. kurz vor der Pause? Was war der ausschlaggebend? Ja, so klar. Also es gibt einiges Arbeit natürlich auch mit Umgang mit dem eigenen Ballbesitz, ein kultiviertes Spiel, das eigene Ballbesitz weiter zu kultivieren oder weiter zu verarbeiten. Dann natürlich auch unser Spiel nach vorne, unser Tempospiel. Wir wollen da eine Balance haben zwischen Konter-Umschaltspiel und auch eigenem Ballbesitz. Da haben wir viel Arbeit, was mit Ball und defensiv haben wir auch gesehen, dass wir noch auch als Block verteidigen, so die sauberen Abläufe, wie ich das haben will, damit man gut steht. 17 Niederlagen natürlich sind zu viel, damit man das runterschrauben kann, damit man ein bisschen eine beruhigendere Saison spielen kann, braucht man sehr, sehr viele Defensivabläufe und daran werden wir sicherlich trainieren. Und die zweite Frage war wegen Cacce, der hatte eine Leistenproblematik ist aufgeploppt in der 39. Minute, hat dann immer wieder dran gegriffen, hat dann gezeigt, dass es nicht mehr geht und als er da nicht mal in die Zweikämpfe rein konnte oder im Umschaltspiel im Defensiven nicht dabei, musste man wechseln, das war eine Verletzung im Adduktorenleistenbereich. Und bei Philipp war es ja wegen dem Ballenkopf, der war ein bisschen duselig, da musste man auch handeln und war ein bisschen zu früh oder wir hätten gerne anders gewechselt, aber man muss dann wechseln, wenn es nötig ist, und da war es nötig. Gut, herzlichen Dank fürs Kommen, unseren Gästen eine gute Heimfahrt und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Also, gute Heimfahrt. Mach's gut. Ja, und dann.